Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Musiklehre. Ja, hier, das ist die erste Lektion des Musikkurses. Hier möchten wir eben mit euch die Grundlagen legen, was alles eben theoretisch noch hinter Musik steckt, als das, was man ja ganz simpel gesagt so hört. Und da gilt es als erstes mal im Prinzip festzustellen, dass ja jeder Track seinen eigenen Charakter hat, dadurch, dass er eine bestimmte Geschwindigkeit hat, eine bestimmte Tonlage, Stil und Klangfarbe, hier generell von der Stimmung her, manche Lieder sind eher positiv und euphorisch, andere sind vielleicht eher düster oder traurig. Also ihr kennt das ja auch schon vom privaten Musikkonsum, hier unterscheiden sich Tracks wirklich elementar und deswegen müsst ihr da auf jeden Fall als DJ besonders drauf achten, denn wenn der private Konsument mal einfach keine Lust auf ein bestimmtes Lied hat, dann macht er einfach Next und das Ganze geht weiter. Das könnt ihr als DJ natürlich nicht machen. Ihr müsst das Ganze ein bisschen vorausschauender planen und so gilt es für euch, Tracks für euer Set oder eben auch für den Übergang dann nochmal genauer wirklich zu analysieren und zu schauen, ob eben dieser Art Charakter des aktuellen Tracks auch mit dem des zukünftigen Tracks gut übereinstimmt. Das ist natürlich auch wichtig, damit ihr eben bei eurer Crowd kein Wechselbad der Gefühle auslöst. Das kennt ihr ja natürlich bestimmt auch, wenn ihr schon mal Gast irgendwo wart und die Stimmung erst Freude hochjauchzend war und auf einmal kommt ein ganz düsterer Track und ihr denkt euch auch auf einmal, was ist denn jetzt hier passiert? Und die Leute auf dem Dancefloor haben dann auch nicht mehr so die Motivation, bewegen sich eher weg, holen sich vielleicht noch ein Getränk. Vielleicht kommen dafür zwar noch andere Leute, aber generell diese Fluktuation auf dem Dancefloor sorgt eher für einen chaotischen, ungemütlichen Abend und es kommt dann einfach nicht zu seinem roten Faden im Prinzip, der alle mitreißen kann. Ihr müsst dafür dann eben dieses gewisse Gefühl entwickeln. Das bekommt ihr aber ganz von alleine. Ihr müsst im Prinzip einfach nur lange viel Musik hören, eure Tracks gut studieren, eure Tracks wirklich gut kennen, sie am besten auch vorbereiten vor euren Gigs und im Prinzip macht da Übung den Meister. Da müsst ihr auch gar nicht mehr lang nachdenken. Ihr merkt das innerhalb von Sekunden, wenn ihr eine Platte auflegt und die anspielt, für eben für euch auf den Kopfhörern oder eben auch auf dem Laptop oder auf dem CDJ eben ganz kurz und knapp. Euer Gehirn wird direkt erkennen, passt der Track jetzt oder passt er nicht. Am wichtigsten sind hier definitiv Key und BPM, also eben die Tonlage und die Geschwindigkeit des Tracks. BPM heißt Beats per Minute, also eben Schläge pro Minute. Und dazu kommen wir auf jeden Fall noch in den späteren Lektionen. Das sind halt die zwei wichtigsten Elemente, die für euch beim Übergang in erster Linie zählen, weil wenn das hier nicht stimmt, dann wird es auch von der Stimmung her nicht mehr abhängen, ob der Track an sich charakteristisch passt oder nicht. Denn wenn die Tonlage schief ist oder der eine Track extrem langsam und der andere extrem schnell, dann braucht man hier auch nichts mehr retten. Deswegen viel und oft Musik hören eben, trainiert euer Gehirn und so werdet ihr blitzartig die Tracks erkennen und einordnen können und das Ganze kommt euch im Prinzip gar nicht mehr anstrengend oder so vor, dass ihr da wirklich viel Energie reinstecken müsst. Das passiert dann alles von alleine. Im Prinzip, wenn ihr Tracks für einen Übergang auswählt, dann schaut, dass ihr das im Prinzip in dieser groben Abstufung hier macht. Das ist natürlich jetzt kein Gesetz, aber erstmal könnt ihr euch ganz grob daran orientieren. Schaut erstmal, wenn ihr eben Hip-Hop auflegt, dass ihr auch einen Hip-Hop-Track benutzt. Am besten passt es vielleicht noch vom Subgenre her, weil es dann zum Beispiel Trap und Trap zusammenpasst und alternativ dann auch noch Key und BPM eben als ganz, ganz wichtige Parameter. Wenn hier Geschwindigkeit und Tonhöhe auch noch passen, dann wird es auf jeden Fall ein sehr harmonischer Übergang. Und wenn ihr dann eben noch einen drauflegen möchtet, dann schaut ihr euch den Track an sich nochmal ganz subjektiv vom Charakter her, von der Stimmung her an, passt das Ganze denn auch an sich und dann kann im Prinzip eigentlich auch schon nichts mehr schief gehen. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.